Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Meisterschaftsspiel zwischen Holstein Kiel und Hansa Rostock. Entschuldige die Verzögerung, aber wir wollen als gute Gastgeber in Erinnerung bleiben. Ja, die Partie endete von 9.912 Zuschauern 2:1 für Holstein Kiel. Ich begrüße die beiden Trainer, Christian Brandt von Hansa Rostock und Markus Anfang aus Kiel. Herr Brandt, wie haben Sie die 90 Minuten erlebt? Ja, erstmal guten Tag und auch Glückwunsch an Holstein zum Sieg. Ja, wir sind denkbar schlecht in die Partie gestartet mit Elfmeter gegen uns nach 2 Minuten. Und dann sind wir eigentlich so ein bisschen zurückgekommen, haben aber dann immer wieder durch individuelle Fehler Kiel sehr, sehr gute Tormöglichkeiten auch ermöglicht. Und man muss auch sagen, in der Halbzeit hätte es dann auch schon 2-0 oder 3-0 stehen können. Dann stand er dann auch 2-0, nachdem wir dann nochmal einen individuellen Fehler eingestreut haben, noch einen Querpass im Mittelfeld. Und das war ein bisschen ärgerlich, weil wir zwischendurch auch schon ganz gute Ansätze hatten im Spiel. Man hat gesehen, dass wir schon was können auch. Und zweite Halbzeit haben wir uns dann nochmal gesagt, ey, wir müssen das hier nochmal alles versuchen, wenn wir ein Tor machen. Dann sind wir wieder im Spiel und so war es ja dann auch. Und ich glaube, dann mit zunehmender Spieldauer in der zweiten Halbzeit haben wir es dann richtig gut gemacht. Und ja, das ist die Situation beim Timo Gebhardt, ob es dann faul ist im 16er. Dann ist es vermutlich ein Elfmeter. Der Spieler sagt, das sei ein Foul gewesen. Das sind dann natürlich enge Kisten, weil gegen Holstein, gegen die Mannschaft, kriegt man nicht so viele gute Tormöglichkeiten. Ja, ich hätte gern gesehen, wenn das Spiel noch so 5, 6, 7 Minuten länger gegangen wäre. Ich glaube, auf Kieler Sicht eher nicht. Aber Glückwunsch an Holstein und alles Gute im weiteren Aufstiegskampf. Vielen Dank, Herr Brandt. Markus, was sagst du zu dem Spiel? Ja, hallo zusammen. Also, ja, wie schon gesagt, wir sind gut in das Spiel reingekommen durch den Elfmeter, haben dann auch vernünftig Fußball gespielt, auch nach vorne gespielt. Wir hätten das ein oder andere Tor mehr machen können, machen dann ein schönes 2-0. In der Halbzeitpause haben wir dann auch gesagt, dass wir aufpassen müssen, gerade die Konteraktionen zu verhindern. Wir haben richtig gut gespielt in der zweiten Halbzeit, aber was wir halt nicht gemacht haben, das dritte Tor. Und dann ist es halt so, mit der ersten Ecke, die wir gegen uns bekommen, und wir haben, glaube ich, vorher schon 7 Ecken für uns gehabt, fällt der Ball vor die Füße und die machen das 2-1. Und ja, wir haben halt in dieser Saison noch nicht geschafft, 3 Spiele hintereinander zu gewinnen. Und vielleicht kommt das dann auch irgendwo so in die Köpfe rein. Und wir hatten dann auch wieder wahnsinnig viele Konteraktionen, aber wir haben es einfach nicht geschafft, das dritte Tor zu machen und mussten uns dann am Ende so ein bisschen ins Ziel zittern. Aber im Großen und Ganzen muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind und wie sie das Spiel auch von der ersten Sekunde an angenommen haben, das war schon richtig gut. Und ich hoffe, dass wir das beibehalten können und in Groß-Asbach dann nachlegen können. Dankeschön. Vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann noch 2 Hinweise in eigener Sache. Die U19 hat in Dresden 3-2 verloren am letzten Saisonspiel, aber der Klassenerhalt stand ja schon fest. Und unsere U23 spielt morgen in Prohinsdorf 14 Uhr gegen den PSV Neumünster. Dann wünsche ich Herrn Brandt und seiner Mannschaft eine gute Rückreise. Und wir sehen uns wieder am 20. Mai 13:30 Uhr gegen den Halleschen FC. Danke.